Ja, hallo. Zu meinem Lied gibt es eine kurze Vorgeschichte. Ich habe nämlich unlängst zum ersten Mal in meinem Leben ein sogenanntes Männermagazin gekauft. Falls mir zu Hause langweilig wird. Tatsächlich, ein paar Tage später habe ich dann zu Hause die österreichische Installateurzeitung durchgeblättert. Und da ist mir ein Inserat ins Auge gestochen von der Firma Rohrmax. Ich weiß nicht, ist irgendjemand von der Firma Rohrmax heute da? Nicht. Schade. Naja, jedenfalls, dieses Inserat hat mich zu folgendem Lied inspiriert. Freitagabend, 20 Uhr, ich bin allein, was mache ich nur? Sexuelle Frustration wird sich verbreiten. Ich brauche dringend einen Plan für guten Sex mit einem Mann. Doch mein Glück verlässt mich auf den blauen Seiten. Ich lasse mein Badewasser ein, schütt 1000 Rosenblätter rein, denn das verstopft das Abflussrohr am besten. Nun rufe ich gleich die Klempner an, diesen heißen Werbemann möchte sein. Special Service testen, ich bin nun ein sechsmal die sechste nach die acht. Eine Männerstimme meldet sich ganz sacht. Ich sag hallo und stell mich vor, ich habe ein sehr verstopftes Ohr und habe auch jemand, die Reparatur macht. Hier sind sie richtig, tönt es dann, für sie haben wir den besten Mann. Schon beim Gedanken beginne ich zu zittern. Ich sage, bitte kommen's gleich und machen's mir den Abfluss frei. Ich beginne meine Worte schon zu wittern. An der Tür, jeder Klempner ist schon hier, ganz gespannt, lauf ich den Gang hinaus. Endlich kommt mein Ansatzmann, ein Adon ist geil und stark, ich bin schon neulich, wie sieht er denn wohl aus? Wie ich die Türe öffne, wird mir bimmerant. Ein kleiner Gnome steht da und stinkt ganz penetrant. Grafikon, die Zähne schief, auf die Statur haut mich nicht um. Er wittert und sagt ganz süffisant, ich bin der Rohrmax vom Inserat auf Seite 3. Ich bin der Rohrmax, für sie mach ich den Abfluss frei. Nebenbei, ich bin der Rohrmax, ich bin der Mann. Missverständnis sein, ich suche jemand, der mein Problem erkennt. Der George Clooney ähnlich schaut, breite Schultern, großen Bart. Ich glaube, sie sind da nicht kompetent. Er nimmt gelassen und sagt dann, er schickt mir gleich den besten Mann. Ich hege Hoffnung, der wird immer gerecht. Vielleicht hab ich beim nächsten Glück, vielleicht ist der ein geiles Stück, die Liebe doof, nämlich schon etwas geschwächt. Kurz darauf läutet es schon wieder an der Tür. Vielleicht steht nun mein Traum gleich vor mir. Ich mache auf und sehe nur eine Frau mit Stoppelhaarfrisur. Ich schreie, doch sie erwidert stur. Ich bin die Rohrmax, der lieber Panzer. Warum bleibt die Drecksarbeit immer an mir hängen?